Grüßt euch, ich bin der Hansi, Bergführer von Alpine Welten. In unserem Alpin-Tutorial zeige ich euch heute den Seilabbund und wie man den einsetzen kann. Der Seilabbund bietet sich besonders dann an, wenn ich als Seilschaftsführender die Länge des Seiles und die Abstände zwischen den Seilschaftskameraden häufig variieren muss. Als erstes binde ich mich mit einem 8er-Knoten in das Seilende ein. Die Schlaufe im Anseilknoten mache ich bewusst länger, um einen besseren Tragekomfort zu haben. Anschließend nehme ich das Seil in gleich großen Schlaufen um meinen Hals auf. Sobald ich den richtigen Abstand zum Seilschaftsgefährten erreicht habe, stecke ich das Seil durch die Schlaufe meines Anseilknotens und von innen nach außen durch mein Schlaufenbündel. Nun binde ich den Seilabbund mittels Sackstich oder Sicherungsschlag ab. Zu guter Letzt hänge ich mich mit einem Ball-Lock-Karabiner und einem Butterfly-Knoten in die Seilschaft ein. Es gibt zahlreiche Methoden und Varianten des Seilabbunds, aber Vorsicht! Solange die Seilschlaufen nicht abgebunden sind oder ich mit Butterfly-Knoten und Ball-Lock-Karabiner eingehängt bin, besteht bei Zug auf dem Seil, zum Beispiel durch einen Spaltensturz, Strangulationsgefahr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf unseren YouTube-Channel vorbei, wir haben noch einen Haufen andere interessante Themen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in die Berge.